über sich selbst hinauswachsen. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Eine Zeit, in der nicht nur unsere Freiheitsrechte auf dem Spiel stehen, sondern letztlich auch unser Leben bzw. Überleben. Es geht also, wie man so sagt, um alles oder nichts. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob wir den Weg in die Diktatur, den Weg von Behördenwillkür und Gesetzlosigkeit, den Weg von totaler Entrechtung noch aufhalten können. Es liegt also an uns selbst, ob wir dieses Horrorszenario, das sich von Woche zu Woche mehr offenbart, noch abwenden können. Diese Herausforderung, die sicher die größte in den letzten Jahrzehnten ist, werden wir aber nur dann bewältigen bzw. meistern können, wenn wir über uns selbst hinauswachsen. Jeder Einzelne von uns ist deshalb aufgerufen, sein Bestes zu geben, vollen Einsatz zu leisten, wie ein Spitzensportler, der sein volles Potenzial am Tag des Wettkampfes abruft. Doch bei diesem Wettkampf geht es nicht um Pokale oder Medaillen. Es geht um unsere Zukunft. Die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Die Zukunft unseres Landes und in weiterer Folge um die Zukunft Europas und dem Rest der Welt. Alles oder nichts, lautet die Devise. Aber was sind wir bereit, dafür einzusetzen? Ein Tennisspieler, der Wimbledon-Sieger werden will und bloß 2 Stunden pro Woche dafür an Trainingszeit investiert, wird kläglich scheitern. Aber auch wir werden kläglich scheitern, wenn wir nur halbherzig agieren, uns nur mit halber Kraft dem Irrsinn der heutigen Zeit entgegenstemmen. Das, was wir bereit sind zu geben, ist das, was wir vom Schicksal bekommen werden. Deshalb wachsen wir über uns selbst hinaus, erkennen wir unsere Stärken und Fähigkeiten, unser inneres Potenzial, unsere innere Kraft, werden wir mehr, als wir bereit sind oder glauben zu sein. Dann wird es uns auch gelingen, dem ruchlosen Treiben multinationaler Konzerne und gewissenloser Politiker ein Ende zu bereiten. Einen schönen Tag noch und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit wünscht euch Walter vom YouTube-Kanal Das Recht auf Wahrheit.